Es sind diese Zeichnungen, die Ulrich Schröder weltberühmt gemacht haben. Bereits mit 20 Jahren fängt er an, für die deutsche Zentrale der Disney Corporation zu arbeiten. Geht dann für den Comic-Konzern nach Los Angeles und Paris. Donald, Daisy und Co. lassen das Herz von Ulrich Schröder seit Jahren höher schlagen. Als ich klein war, waren das die Figuren, die mich in eine andere Welt transportiert haben. Und die haben alle ihre eigenen Charakter, ihre eigene Persönlichkeit. Und das fand ich wunderbar, als ich klein war. Das war wie, als wäre ich auf einem anderen Planeten. Für mich war das wie eine andere magische Welt. Und das fasziniert mich daran, das möchte ich wieder schaffen. Ulrich Schröder hat sogar den geistigen Vater von Dagobert Duck und Daniel Düsentrieb, Karl Barks, persönlich kennengelernt. Jetzt ist der 54-Jährige in seine Fußstapfen getreten. Denn auch er arbeitet klassisch mit Feder und Pinsel und nicht am Computer. Wenn man mit dem Papier und der Tusche und der Feder arbeitet, ist es, als würden da noch andere Elemente mit reinkommen. Hier habe ich einen alten Füller, der ist von 1930 ungefähr. Und die Linien, die man damit machen kann, die kann man nicht mit dem Computer machen, die kann man nicht mit heutigen Federn machen. Auch die anderen Federn, das kriegt man im Computer nicht hin. Das wird lebendig dadurch, dass man das benutzt. Also im Computer wird es perfekt, aber perfekt ist nicht schön. Gut 70 Werke des Künstlers stellt Christoph Langer jetzt in seiner Galerie aus. Auch der Göttinger ist von den Helden aus Entenhausen begeistert. Die Fröhlichkeit und die Zeitlosigkeit. Es ist eine, oder es sind Figuren, mit denen wir groß geworden sind. Und er zeichnet sie so, dass sie alle einen Ausdruck haben und einfach Lebensfreude vermitteln. Jedes Bild malt der ehemalige Art Director von Disney im Miniaturformat vor. Einen guten Tag lang sitzt Ulrich Schröder an einem Werk. Oft sind es Titelbilder für den Disney-Konzern. Auch eine Karikatur von Karl Lagerfeld stammt aus seiner Feder. Zwischen 2.000 und 4.000 Euro kosten die großformatigen Leinwandbilder, die allesamt mit Kohle gezeichnet sind. Das Interessante ist, wenn man dann Fehler macht, dann kann man die Leinwand wegschmeißen. Also das kriegt man nicht weg. Wenn die Linie falsch geht, dann kann man von vorne anfangen. Ist mir schon passiert. Sehr unangenehm. Als solche Kohle ist ja auch natürlich. Und da sind so kleine Äste drin. Ja, und dann auf einmal bricht einem das auseinander. Wenn man so eine dicke Linie macht, dann krack, ist es zerbrochen und haben sie so einen dicken Splash da. Und entweder kriegen sie ihn weg mit viel Mühe oder nicht. Und dann können sie nochmal von vorne anfangen. Nebenbei gibt der Grafiker Crashkurse im Donald Duck Zeichnen. Auch der Göttinger Galerist Christoph Langer macht mit. Denn jeder, so sagt der Künstler, hat das Zeug, innerhalb von 5 Minuten zum Comiczeichner zu werden. Das kann jeder machen. Das kann natürlich nicht jeder so gut machen, dass es publiziert werden kann. Aber ich mache das oft mit anderen Leuten, also mit Publikum. Und die sind dann oft erstaunt, was dabei rauskommt. Natürlich ist es nicht so schön geworden, wie ich mir das gewünscht hätte, aber er hat es so fantastisch erklärt, dass sogar bei mir der Donald zu erkennen ist. Na bitte, geht doch. Und wer sich die Originalwerke des Disney-Zeichners angucken möchte, die Ausstellung in der Nottwurm-Galerie in Göttingen ist noch bis zum 30. März zu sehen. Und sogar kostenlos.